ist die deutsche Schicksalsschlacht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlacht zur Rückwaffe. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte fliehen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte. Das sind San Francisco und ihre Alliierten. Die Verwinzeln entstehen und sie werden entstehen. Alle anderen, ja! Man muss knien vor ihm, Genie, mein Führer. Er hat Verrat geübt. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle im Job aufgibt. Und den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht. Weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Ja, ich habe recht, ihn nicht in meine Pläne einzuheilen. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Ich möchte, dass Sie noch... Gut. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Ich verstehe, Herr Dreck. Col maggio radioso del 1915! Osso. Non abbiamo nostalgie per quel tempo! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Holen Sie mir, Fegelein! Poiché noi abbiamo bruciato i nostri bastimenti alle nostre spalle. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Wir können den Gruppenführer Fegelein irgendwo finden. Ist zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Wir brauchen eh keiner mehr. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Kommende Generation dankbar sein! Mein Führer, das war ein Befehl! Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Weil jede weitgreifende Operation. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Schon in unserem Staate möglich gemacht! Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Es wird ein böses Erwachen geben. Ja, man ist! Anders kann man das nicht machen. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Sie sollen! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Versuchen Sie ihn! Es ist für die Geschichte. Das Starke. Das Leben vergibt keine Schwäche. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein rücksichtsloser Karrierist. Allein aus Missverständnis. Jolen verflucht. Ja, Mist! Mein Führer. Hat! Und stößt auf Stahnsdorf vor. Es ist mein Wille! Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Jeder Kommandeur, der Kräfte zurückhält, hat binnen 5 Stunden sein Leben verwirkt. Und auf was ist los? Woher kommt die Schießerei? Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Jetzt wird er der Steiner angreifen. Das ist purer Wahnsinn. Jodel. 2 Fehler, deine Befehl! Und darin alle Höroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Oh shit! Ich sehe das anders. Die Affen zum Beispiel. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Was hat er daraus gemacht? Mann, schnell! Die Logik ist verlaufen. Wir müssen jetzt handeln! Ja!